Dann würde ich jetzt noch den dritten Punkt mit einer Wortmeldung oder besser den Einreicher beginnen, 16, und dann würden wir zum Schluss kommen. Bereitstellung von Schwimmhallenkapazitäten für Grundschüler, Einreicher, AfD-Fraktion. Herr Vetterlein, bitte zur Einbringung. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Uns allen ist bekannt, dass durch die Corona-Pandemie vieles anders und nichts mehr normal ist. Nachdem die Inzidenzwerte nun aber endlich sinken, muss es uns darum gehen, Versäumtes wieder nachzuholen und auszugleichen. Ab dem 18. März 2020 gab es für die Dresdner Grundschüler keinen Schwimmunterricht mehr, und mit kurzer Unterbrechung fiel dieser dann auch ab dem 12. November wieder komplett aus. Die Folge ist, dass bereits zum Schuljahresende 2020 etwa ein Drittel aller Kinder der 2. Klasse, in der das Erproben, Erlernen und Festigen der schwimmerischen Grundfertigkeiten unverzichtbarer Bestandteil des Unterrichts ist, nicht Schwimmer waren. Und im laufenden Schuljahr dahingehend natürlich auch keine Besserung eingetreten ist. Wir haben hier schon verschiedene Anträge anderer Fraktionen beraten und beschlossen, in denen die Möglichkeiten von zusätzlichen Schwimmlernmöglichkeiten bereits im Kindergartenalter oder auch in den weiterführenden Schulen, in den Ferien vor allen Dingen, in schulfreien Zeiten geprüft und realisiert werden sollen. Wir finden das gut. Und wir haben diesen Anträgen auch jeweils zugestimmt. In unserem nun hier vorliegenden Antrag geht es ausschließlich um die Sicherstellung von schulplanrelevanten Aufgaben, also um die Sicherstellung bzw. Nachholung des Schwimmunterrichts für die Dresdner Grundschüler. Dazu kann die Stadt Dresden bzw. wir als Stadtrat mit einem entsprechenden Beschluss beitragen, in dem der Oberbürgermeister laut unseres Antrags beauftragt wird, notwendige Schwimmhallenkapazitäten für den Schulsport zur Verfügung zu stellen. Um nicht mehr, aber auch nicht weniger geht es uns. Wir wollen damit vor allem die sozial schwachen Haushalte und Familien unterstützen, die es sich eben nicht leisten können, den Schwimmunterricht für ihre Kinder privat zu organisieren und zu finanzieren. An dieser Stelle möchte ich noch einmal Bezug nehmen auf den Herrn Kiesling, der gestern in seiner Rede hier an gleicher Stelle meiner Partei soziale Kompetenz abgesprochen hat und diese für seine Partei und für sich reklamiert hat. Jetzt und hier, Herr Kiesling, haben Sie die Möglichkeit, Ihre soziale Kompetenz nachzuweisen. Ich freue mich also auf Ihre breite Zustimmung zu unserem Antrag und damit einen Beweis zu erstellen für das Wohl unserer Kinder in Dresden. Vielen Dank. Zur Wortmeldung waren keine angezeigt, doch jetzt Herr Dietze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich mache es angesichts der Zeit kurz. Es soll geprüft werden, wiefern tatsächlich der Bedarf da ist, Schülerinnen und Schüler mit einem Schwimmkurs noch zu versehen und gleichzeitig die Schwimmhallenkapazitäten dafür zur Verfügung zu stellen. Das ist richtig, das ist wichtig, deswegen hat es die Verwaltung auch schon in Auftrag gegeben beim Schwimmschulzentrum. Wir würden also mit diesem Antrag quasi beschließen, dass die Sonne morgen aufgeht. Nein, wir würden nicht beschließen, dass die Sonne morgen aufgeht. Wir würden beschließen, dass die Sonne aufgehen soll, während sie uns ins Gesicht scheint. Also insofern von unserer Seite her Ablehnung. Danke für die Aufmerksamkeit. So wird weiterhin das Wort gewünscht. Können wir abstimmen? Dann stelle ich den ablehnenden federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer also zustimmt, lehnt den Antrag ab. Gegenstimmen? Stimmenthaltung?
Keine. Darf ich, während gezählt wird, fragen? Ich habe überblättert gehabt. Schaffen wir die 35 und haben auch noch einen Redner? Seien Sie so lieb. Ungern, aber Sie machen es. 53 Ja, 11 Nein, keine Enthaltung. Damit der federführende Ausschussbericht angenommen.